Du unterscheidest zwischen Psychopathen mit hohem Intellekt und geringer Gewaltbereitschaft, die sich oft im höheren Management befinden, und Pfeifen, die komplett kritikresistent sind. Wie navigiert man sich als Geschäftsfrau durch diese Enge? Also grundsätzlich glaube ich, man navigiert nicht nur mit dem Autonavi durch den Straßenverkehr, sondern auch durch unzivilisiertes Gebiet. Und ob es Psychopathen oder Pfeifen sind oder auch sonst ein paar Menschen, die nicht so ganz knusper in der Waffel sind oder einen schlechten Tag haben. Ich glaube, eins ist ganz wichtig, dass ich für mich weiß, wo will ich hin? Warum renne ich überhaupt los? Und all diese Störfaktoren, die könnte man ja vielleicht auch beschreiben als Verkehrsinseln oder Verkehrskegel. Da muss man halt mal Slalom fahren. Und ich glaube, dass viele im Blick haben oder irgendwie der Illusion aufsitzen, der Weg zu irgendeinem Ziel wäre gerade. Das war der aber irgendwie noch nie. Also, dass wir gerade Straßen bauen, ist was ganz Unnatürliches in dem Sinne. Und von daher ist es natürlich, sich da durchzuschlängeln. Und das ist die richtige Bewegung auch. Also, ich komme am weitesten, wenn ich mich wie Wasser verhalte. Wenn ich mich nicht aufhalten lasse, sondern meinen Weg da durchfinde. Und wenn jemand nun unbedingt in den Kampf will, dann kann auch Wasser eine gewisse Gewalt entwickeln. Das tut aber in 99,9% der Fällen überhaupt nicht not.